So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder zurück. Ja, ich bin jetzt wieder in Maria City. Wir haben im letzten Part die Route 6 angefangen, sind da halt jetzt gestoppt und ich bin wieder hier zurück, denn ja, wir können doch anscheinend, glaube ich, hier noch was machen. Einerseits habe ich noch hier wohl dieses Hotel nicht angeguckt oder so, aber ich kann mich daran erinnern, hier gewesen zu sein, denn hier gibt es einen sehr wichtigen Mann. Meine ehrenvolle Aufgabe ist es, den Pokémon-Attacken beizubringen. Außerdem sammle ich leidenschaftlich Popostücke. Schenk mir Popostücke und ich bringe dein Pokémon eine tolle Attacke bei. Durch sie dein Pokémon ein. Ja, und das ist doch ganz geil. Die Frage ist. Ah, okay, so geht das in dieser Edition. Wir haben 11 Stücke. Und wir können uns dementsprechend auch geile Items holen. Circa, Käferbiss, Schlagbohr, Sprungfeder, Ampelleuchte, Eisenschäde, Eisenschäde. Wow. Gibt richtig geile Attacken. Eishieb, Donnerschlag, Feuerschlag, Mildtreffer, Fußkick. Fußkick, sieht sehr interessant aus, gerade für René. Aber ich weiß nicht die Werte davon. Da schaue ich mal kurz auf PokeWiki. Das ist vom Typ Kampf. Stärke 50? Nee. Variiert ab Generation 3. Achso. Okay. Variiert. Also dann Dorn und Genauigkeit 100%. Okay. Aber Dorn nicht ganz so geil. Dann gibt es da noch Doppelhieb. Ist ja ein bisschen doof, wenn ich hier was kaufe und dann letztendlich nicht brauche oder so. Naja. Stärke 40, Genauigkeit 90. Ah. So, Samenbomben, Pflanzenattacke. Vielleicht besser als das, was wir momentan haben. Stärke 80, 100%ig Genauigkeit. Ja, das sieht eigentlich ganz geil aus. Kann das auch unserem Pokémon erlernen? Das ist natürlich die nächste Frage. Da schaue ich mal kurz nach. Wartet mal kurz. Ich muss mich erstmal kurz hier zurechtfinden. Ja, kann es auch erlernen. Okay, dann wahrscheinlich Samenbomben würde ich nehmen. Eisenschädel? Was kann Eisenschädel? Weil ich bräuchte noch eine Stahlattacke für René. Stärke 80, Genauigkeit 100. Kann das auch René erlernen? Ich glaube, nee. Ich glaube nicht, oder? Lucario ist hier nicht eingetragen. Weil er hat halt nicht so einen krassen Schädel sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Ne, Lucario ist hier nicht drin. Ich kann ja mal kurz Steuerung. Ne, ich habe eben kurz Steuerung F gedrückt, da er hat ja gerade so einen Sound gehört. Ampelleuchte. Ampelleuchte, war es nicht auch Stahl? Ampelleuchte. Ne, das war Käfer, okay. Sprungfeder, Schlagbohr. Ja, Samenbomben auf jeden Fall. Sonst Mülltreffer ist vom Typ Gift bestimmt. Feuerschlag, Donnerschlag und Eishieb. Da weiß ich halt nicht, ob das irgendein Pokémon von uns erlernen kann. Und generell mit Samenbomben, jetzt haben wir jetzt 6 Stücke. 6 Popostücke. Und mal sehen, wie viel dann noch übrig bleiben. So. Grasmixer kommt dementsprechend raus. Ist eine spezielle Attacke so? Ach lol. War mir gar nicht bewusst, dass Grasmixer auch eine spezielle Attacke ist. Dann wird es mal Zeit, dass Samenbomben statt Grasmixer jetzt reinkommt, weil Jonas ist ja auch ein physischer Kämpfer. Wow. Dann haben wir natürlich jetzt ordentlich was dazu gemacht hier. So. Können wir sonst noch irgendwas hier lernen? Okay, die weiteren werden halt dementsprechend auch angezeigt. Bis 5, also hier Eisenschädel, Ampel. Ah, gut. Nichts Besonderes jetzt hier. Okay. Und sonst.
Weiß nicht, warum wir. Ich meine, ich war trotzdem hier drin. Dann habe ich wohl nicht mit dem einen wichtigen Mann hier gesprochen. So, und dann gibt es hier dort oben etwas zu machen. Hier nämlich. Und da war ich selber auch noch gar nicht. Und das war mein Fehler sozusagen. Gut. Ex-Team Plasma-Mitglied, den wir schon mal getroffen haben. Weißer Rabius. Das ist der Trainer, von dem ich erzählt habe. Ich weiß, dass er ein Weiser, glaube. Hier drüben. Wo bist du? Oh. Du interessierst dich also für Team Plasma? Wenn du dir das anhörst, was wir zu sagen haben, wirst du uns vielleicht verstehen. Werter Gast, es tut mir leid, aber bevor ich dich ins Haus lasse, möchte ich sehen, was du für ein Trainer bist. Bist du mit einem Pokémon-Kampf einverstanden? Ja, sicher. Also dann, ein Pokémon-Kampf. So, nachdem wir mit dem einen hier durch sind, wird dementsprechend halt auch die nächste Route schon zur Hälfte erkundet sein. Aber ich finde das interessant, dass man schon weitergehen könnte, ohne dass man hier an der Story weitermacht. Gut, ist halt dann so. Ist auch nicht so schlimm. Haben wir nochmal ein paar EP mitgenommen halt. So, Michael ist gerade vorne. Setzen wir auch dementsprechend nochmal Schaufler ein. Oh, das hat ordentlich Schaden gemacht. Das hat richtig tolle Schaden gemacht. Mal sehen, wie viel Schaden jetzt der Schaufler macht. Ich hoffe mal genug, dass das Terrybug jetzt weg ist. Leider nicht. Nochmal Bodycheck und Michelle ist weg. Hat sich sogar gereimt. ja, kommt Nico mal nach vorne. Uiuiui. Ich glaube, Nico sollte schneller sein. Ich hoffe es zumindest. Ja, doch. Wunderbar. Habe ich jetzt auf Nico vertraut und ich wurde nicht enttäuscht. Level 32 für Nico? Hat er sich auch, denke ich mal, verdient? Ja, auf jeden Fall. So, Flitiamo. Hatten wir nicht den im letzten Part, oder? Bin mir gar nicht sicher. Wechsel zu René, weil René ist momentan einfach derjenige auch, dem ich dann halt immer wechsle, wenn ich nicht weiß, wer drankommt. Oder welches Pokémon halt drankommt. Ah, okay, den hatten wir nicht im letzten Part. Oh. An sich gerade ein Pokémon, wo ich nicht so gut was habe, glaube ich. Uiuiui. Ist nicht gut. Mal Rückkehr versuchen. Den Schnitt, das macht viel Schaden. Okay, doch nicht. Hätte euch. Stimmt, durch den Stahltyp wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Genau. Ja, mach ich. Ja, aber René ist halt momentan auch derjenige. Neben Jonas, also. Nur René hat halt auch mehrere Typen als Attacke. Als Attacken. War leider immer noch kein Stahltyp, aber. Ich hoffe, es ändert sich bald. Daher können wir dann halt dementsprechend auch austeilen, auch wenn der Typ gegenüber nicht stimmt. Oh, Nico entwickelt sich endlich. Ja, nice. Ja, nice. Ich werde Nico dementsprechend nochmal stärker. Und. Ja. Sieht halt immer noch weiblich aus. Es tut mir leid, Nico, falls du das irgendwann mal sehen solltest. Oder an alle Nikos da draußen. Ich kenne sowieso sehr, sehr viele Nikos, muss ich ehrlich sagen. Ja. Tut mir leid. Vergib mir, dass ich so getan habe, als würde ich dich testen. Als ehemalige Mitglieder von Team Plasma müssen wir vorsichtig sein. Er ist davon gekommen. Wer ist das? Ein Freund von dir? Dann kann er mitkommen. Okay. Der soll keinen Test durchführen oder so? Was ist denn hier? Stell mich noch einmal vor. Mein Name ist Rubius. Ihr gehört doch auch zu Team Plasma, oder? Man unterscheidet euch von dem Übeltäter von vorhin? Wir gehörten mal zu Team Plasma. Um unsere Taten von vor 2 Jahren wieder gut zu machen, kümmern wir uns um die Pokémon, die von ihren Besitzern getrennt wurden. Wer bist du? Ich bin Retro aus Aventura City. Ich bin der beklagenswerte Trainer, der euch von Team Plasma vor 5 Jahren nicht aufhalten konnte, als ihr das geliebte Pokémon seiner kleinen Schwester gestohlen habt. Was soll das heißen, die von ihren Besitzern getrennt wurden? Ihr seid doch diejenigen, die sie geraubt haben.
Ist so, ich verstehe. Tut mir aufrichtig leid. Eine lausige Entschuldigung? Ist das alles? Du denkst, damit ist es getan? Was ist mit dem Pokémon meiner Schwester? Wo ist es? Okay, wir wissen jetzt, das Pokémon seiner Schwester ist immer noch weg. Und das vor 5 Jahren? Seit 5 Jahren! Ach du heilige Scheiße. Wo ist Velelu? Wo? Das Pokémon, von dem du sprichst, ist nicht hier. Vermute, Team Plasma benutzt es immer noch für seine eigenen Zwecke. Und das ist, wie du sagst, ein läppisches Entschuldigung. Macht die Sache aber auch nicht besser. Aber seine Schuld einzugestehen und sich zu entschuldigen, ist der erste Schritt zur Besserung. Lass es einfach. Was nützt mir deine Entschuldigung, wenn das Pokémon meiner Schwester nicht hier ist? Ganz ehrlich? Wer vielleicht die Minecraft-Folgen so ein bisschen kennt und dementsprechend auch Retro kennt. Das, diese Handlungsart, könnte man wirklich sagen, das ist typisch Retro. Wenn's Retro um ein Ding geht, wovon er überzeugt ist, kann man schon vor ihm Angst haben. Und das ist... Alter! Der Typ da ist genau auf Retro abgeschnitten. Ui! Sorry! Dennis, ich gehe zur Pokémon Arena. Ich werde noch stärker und dann werde ich jedes einzelne Mitglied von Team Plasma fertig machen. Das ist typisch Retro. Wegen Team Plasma gibt es solche Trainer wie ihn. Das betrübt mich immer wieder. Wir waren doch so Narren. Wie du siehst, kann ich dir nichts zum Dank anbieten, Dennis. Vielmehr möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Kannst du bitte um dieses Pokémon und das kleine Zoroa kümmern? Ein Zoroa. Oh, vielen lieben Dank. Okay, ein Zoroa kriegt man hier. Werden wir aber dementsprechend halt nicht trainieren, wie auch immer. Dieses Zoroa war N, ein treuer Freund. Er hat sich während seiner Reisen immer auf es verlassen können. Ja. Aber wie gesagt, wir werden es nicht trainieren. Aber interessant ist es, dass man hier das kriegt. An sich eigentlich ein geiles Pokémon. Typ und nicht. So, hier hinten gibt es generell noch was. Warte auf Meister N zurück. Meister N kann mit Pokémon sprechen. Wenn er wieder da ist, können wir herausfinden, was die Pokémon hier sich wünschen. Ja. Was ich noch sagen wollte, gab wieder ein paar Kommentare beim nächsten Part. Zum Beispiel einerseits weiß ich jetzt auch, dass Finn, der in den ersten Part zum Beispiel auch geantwortet hat und vielleicht auch in den generell. Er sagte auf jeden Fall, er verfolgt die Videos dann oder will sie auf jeden Fall verfolgen, was ich mega geil finde. Aber was ich sagen wollte, er ist Prime von damals. Schön, dass er wieder mit dabei ist. Das freut mich auf jeden Fall. Und er sagte, Max Sachs soll auf jeden Fall ins Team. Ich möchte dazu nochmal sagen, ich werde ihm das nochmal per WhatsApp nochmal sagen. Max Sachs war wirklich lange Zeit wirklich in der Endliste der Teamauswahl. Und er ist bei mir hier wirklich immer noch das Milzer bei PokeWiki aufgerufen. Als Alternative. Allerdings ist für ihn leider kein Platz mehr. Die letzten 2 Teammitglieder stehen fest. Und es tut mir dementsprechend auch leid, dass ich dieses Maxas leider halt dann dementsprechend nicht mit reinnehmen kann. Aber sobald sich eine Generation anbietet, wo ich einen Milzer ins Team nehmen kann, werde ich dementsprechend einen Milzer mit ins Team nehmen. Das werde ich mir aufschreiben und dann werde ich das dementsprechend auch machen. Wir kümmern uns um die Pokémon, deren früheren Besitzer wir nicht ausfindig machen können. Ja, es ist, meine persönliche Meinung hierzu ist, es ist die beste Art, das wieder gut zu machen. Ich weiß, dass wir nur um unser Willen tun, aber so können wir wenigstens ein bisschen von dem wieder gut machen, was wir angerichtet haben. Besser spät die Reue als gar nicht. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, die Zukunft dagegen schon. Deswegen habe ich mein Outfit genannt. Das hat nichts damit zu tun, was ich zugenommen habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das ehrenwert, dass sie sich dann dementsprechend darum kümmern. Aber wie gesagt, sie haben auch schlimme Taten gemacht. Was man auch nicht so leicht verzeihen kann. Dieses Nagelholz hat mich ins Herz geschlossen. Deswegen werde ich es auch wie ein Freund behalten, nicht wie ein Werkzeug. Gut so. Ist das hier einer von den beiden, der Arenaleiter oder Arenaleiterin? Vielleicht? Team Plasma ist eine Organisation,
von einem Mann namens Jesus gegründet wurde und die Herrschaft über die Einöl-Region sehr lang. Den Zweck hatte er einen Jugendlichen namens N und seine Fittiche genommen. N war ein sehr sonderbarer Junge, den man das Pokémon-Kind nannte. Okay. N war ein Weiser. Es heißt, dass er gleich nach seiner Geburt ein Verhalten gezeigt hat, das nahelegte, dass er mit Pokémon sprechen kann. Deswegen war er den meisten Leuten unheimlich. Jesus soll ihn aufgelesen haben, als N zusammen mit Flampivian und Sura im Wald lebte. Wir sind ebenfalls Weisen, die Jesus aufgenommen hat, damit wir uns um N kümmern. Okay. Aber leider ist hier nichts zu sehen vom Arenaleiter. Wer bist du eigentlich? Ja, hier leben ein paar ehemalige Mitglieder von Team Plasma. Ich mache mir Sorgen, dass sie wieder was Böses anstellen könnten. Ja, diese Angst bleibt immer, egal was man macht. So. Ach lol, jetzt ist auch der Arenaleiter da. Sehr schön, dann sehen wir in diesem Part noch den Arena-Kampf. Na ja, gut, zumindest die Trainer davor. Weiß nicht, ob wir den Arenaleiter noch in diesem Part schaffen. Du wirst den Arena-Leiter herausfordern? Gut so, schließlich willst du ja immer stärker und stärker werden. Aber lass dir eins sagen, Turner ist ein harter Brocken. Wenn du dich nur auf Attacken vom Typ Wasser gegen seine Boden-Pokémon verlässt, kannst du es in Schwierigkeiten geraten. Okay, Boden-Pokémon? Hatte ich aber recht! Ich hatte diese Vermutung hier schon mal. Was ist das? Okay, es ist wie ein Hotel aufgebaut. Herzlich willkommen in der Pokémon-Arena von Maria City. Hier in unserer Arena bewegt man sich mit Förderbändern fort. Wo ist dieser Typ? Aufzugschalter. Vielleicht kommen wir da jetzt noch hin. Wir brauchen unser Tafelwasser. Wo ist es? Da. Ja, hier unser Tafelwasser einsacken. So. Boden-Pokémon. Für den Fall, dass du es noch nicht wusstest, Arena-Leiter Turner kämpft mit Boden-Pokémon. Nur mal so unter uns. Boden-Pokémon sind anfällig gegen Attacken vom Typ Wasser. Sie mögen auch keine Attacken vom Typ Pflanze oder Eis. Noch etwas, die Plattformen, auf denen du schon warst, werden beleuchtet. Das kann dir als Anhaltspunkt auf deinem Weg durch die Arena dienen. Okay, vielleicht ein kleines Labyrinth oder so, höre ich daraus. Boden. Da kann auf jeden Fall Jonas helfen. Und unsere Pokémon müssen geheilt werden. Dazu habe ich jetzt gar nicht mehr gescheckt. Dann gehen wir nochmal kurz raus hier und heilen die Pokémon. Wie gesagt, helfen kann auf jeden Fall Jonas da. Er wird unser wichtiges Teammitglied jetzt hier sein, um da wirklich was zu machen. Und sonst, René könnte vielleicht hier und da nochmal mithelfen. Aber generell, ich weiß nicht, ist Boden effektiv gegen Wahl? Was ist gegen Kampf? Ich habe die ganzen Typen nicht mehr im Kopf, die Stärken halt davon oder Effektivitäten, so umgesagt. Da weiß ich halt dementsprechend auch nicht, ob dementsprechend Boden effektiv auf René ist. Aber trotzdem könnte ich mir gut vorstellen, dass René hier und da gut aushelfen kann. Wie es mit Michelle aussieht. Michelle könnte hier und da auch nochmal gut helfen. Aber sonst Nico eher weniger. Weiß nicht. Da wäre alles normal effektiv. Wir haben, glaube ich, mit jedem gleich gute Chancen, außer mit Jonas, mit dem haben wir sehr gute Chancen. So, wer ist momentan vorne? Michelle momentan. Lassen wir mal ruhig mal Michelle vorne. So, da gibt es gleich den nächsten, oder den ersten Gegner. Genau, kämpfen wir gegen den. Ja, den Arena-Leiter werden wir in diesem Part noch nicht schaffen. Kann ich gleich sagen, wir sind gleich schon bei 20 Minuten. Aber ja. Ich habe auch mal endlich geschafft, die Pokémon-Pots fertig zu machen mit Thumbnail und hochzuladen. Bin ich auch sehr sofort drum, um ehrlich zu sein. So, Sondersensor. Vom Typ Psycho auch. Interessant. Und wahrscheinlich dann Psychoboden oder so. Weil Sondersensor ist auf jeden Fall. Oh lol. Okay. Vom Typ Psycho. Wir können hier jetzt gerade eher weniger was machen. Komm Jonas, komm du jetzt erstmal nach vorne. Nur Sondersensor, das regt mich so ein bisschen gerade auf. Mal effektiv gegen Jonas, aber... Ah gut, mach nicht ganz so viel Schaden. Sammenbomben! So neue Attacke vom letzten Part.
War von diesem Part? Ne, diesem Part so. Sehr, sehr viel Schaden. Merkt man jetzt auch den Unterschied. Ich glaube, Grassmix hätte den jetzt nicht besiegt. Auf die Schnelle. So, dann geht es hier weiter. Ah, und das ist dieses Aufleuchten. Interessant. Um zu sehen, wo man schon war. So, dann geht es einmal hier nach unten. Es scheint ein Aufzug zu sein, aber ich möchte erstmal hier unten erstmal alles erkunden. Wäre geil, wenn wir trotzdem schon zum Arena-Leiter hinkommen. Dass wir direkt den nächsten Start mit dem Arena-Kampf anfangen können. Rotomorph. Okay. Ja, ich glaube, ich sollte sowieso mal den ersten Platz hier mal auswechseln. Ich möchte mal Michelle auf Level 32 haben. Vielleicht entwickelt sich dann Michelle sogar schon. Naja, meine Intention, Michelle auf den ersten, auf der, an der ersten Stelle hier zu haben. Steinhagel. Okay, Samenbomben wieder. Generell versuche ich so ein bisschen die anderen Pokémon hier vielleicht doch noch hier und da zu trainieren. Weil Jonas an sich wird ja seine EP beim Arena-Leiter bekommen. Wieder Pupanzer. Ja, da will ich jetzt kein Risiko eingehen. Aber Bohnen-Pokémon ist nicht schlecht. Bin auch froh, dass man da auch was gegen machen kann. Hier zum Beispiel kann René auf jeden Fall was machen. Unlichtboden haben wir, also Unlicht auf jeden Fall, und ja, muss halt dann Bohnen jetzt sein in der Bohnen-Pokémon-Arena. Aber ich hatte auch schon mal nachgeschaut, was Garnovil ist. Habe ich halt dementsprechend wieder vergessen. So, Kraftwelle hier. Tschüss. Ja, auf jeden Fall und nicht. Und Bohnen dann dementsprechend. So, hast du den Aufzug benutzt? Nee, habe ich noch nicht. Will ich auch noch nicht. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Trainer. Wow, wie groß ist denn das Areal hier? Ist relativ schwierig, überall gewesen zu sein dann. Hier ist der nächste Trainer. Ich habe Michelle immer noch vorne. Ja, ich lasse sie ruhig mal. Vielleicht kommt noch irgendein Pokémon dran, wo vielleicht eine Gesteinsattacke oder eine Bodenattacke gut ist. Ja, Pupanz. Da kann ich jetzt ja mit Michelle wieder nichts machen. Leider. Kann ja mal Steinhagel versuchen. Ich versuche es einfach mal. Krafttrick, was macht das? Tauscht Angriff und Verteidigung, okay. Ist nicht sehr effektiv, wusste ich. Komm, Jonas. Komm du dran. Vielleicht hast du auch wenigstens noch vorm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, Jonas hat überlebt. Schön. Garnovil. Komm, René. Du dran. Scheiß Finale, ey. Da müssen wir aufpassen. Merken, Pupanze hat Finale. Also das hätte mich jetzt auch kalt erwischt. Bin froh, dass Jonas überlebt hat. Weil ich hätte keinen Bock, irgendwie einen Beleber oder so einzusetzen. So. Wie viel gibt's denn hier noch? Gibt ja auch noch Aufzüge. Moment. Komme ich nicht weiter? Okay. Ach so, das ist. Ah, okay, ich verstehe. Hier ging es da auch irgendwo nach oben, genau. Wenn ich jetzt nicht direkt in einen Trainer rein bringe, passt das doch. Aber wenn es hier nochmal so eine Ebene gibt. Holy moly, so ihr sehen. Ah, okay, hier kommt man dann zur anderen Seite, wo wir schon waren. Genau. Dann können wir ja mal nach oben weiter. Hier geht's noch nach links. Wo sind die Trainer hin? Wo
Und wie habe ich das Gefühl, dass man eigentlich gar nicht nach oben braucht? Weil da links, da ist der Arena-Leiter schon. Hä? Warum gab es hier ein paar Aufzüge? Ich weiß es nicht. Hier muss doch auch irgendwas sein. Hier ist ein Trainer auch. Nein. Ich laufe direkt in den rein. Ja, egal. Der hat gerade irgendwas mit Graben und Gräben und Gruben und so davon gelabert. Ein Pokémon, bitte kein Popanzer. Okay, ein Garnovil. Wie viel EP, nee, KP hat Michelle? Das ist ganz so viele. Na gut, es geht eigentlich. Aber dennoch kann ich mit den Attacken nichts anfangen. Ich probiere trotzdem mal Schaufler aus. Keine Items einsetzen, das ist mir egal eigentlich. So, ja, das macht ordentlich Schaden und ist normal effektiv. Knirscher, und das macht nicht so viel Schaden. Mann, das war jetzt so unnötig. Zumal es war nicht mal sehr effektiv. Na gut, Michelle hat halt auch dementsprechend eine geringe Verteidigung bzw. verliert halt sehr, sehr schnell KP bei normal effektiven Attacken sogar. Was ein bisschen schade ist, der braucht Michelle unbedingt ihre Entwicklung. So. Dann hier war leider nichts weiter, außer ein Trainer halt. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zum Arena-Leiter? Wahrscheinlich hier und dann nach links und dann nach oben. Jo, das ist die Lösung. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder beim Arena-Leiter. Bis dahin, freut euch drauf. Ich werde aufs Skin jetzt nochmal zum Pokécenter rennen. Und die Pokémon heilen und dann dementsprechend wieder hier sein. Bis dahin und bye bye.